Wir müssen die Verschalung auf jeden Fall bis zur Wand ziehen. Sicher wie ein Bierdeckel. Wenn die so weiterspielen, steigen sie ab in die Verbandslicher. Was machst du dann auf der Butte? Platte oder was? Das sind noch 3 Punkte und das nächste Spiel ist noch ein Auswärtsspiel. Dann müsste man noch drunter Folie verschweißen. Dann ist das dicht. Am Anfang von der Saison gesagt, nach dem 5-0. Wenn sie so weiterspielen und dann steigen sie ab. Der Sturz vorne, den müssen wir vorbetonieren. Und ich schätze so gute 8 da abstitzen. Das ist, weil der Vorstand immer an den schwätzt. Die sind doch nicht ganz dicht. Deswegen machen wir ja die Folie drunter. Ich glaube, dass die nicht richtig trainieren. Mir ziehe die Verschalung am besten bis dahin vor. Da sind einige Spieler drin, wo zu alt sind. Und die Treppen müssen wir auch noch hinrechnen. Dann steigen sie halt ab. Ich kann ihnen nicht helfen. Das geht schon. Was sieht gut aus? Hä? Das wird doch mal ein schönes Plätzchen. Ajo.